1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Ich hatte 3-0 verloren, aber sie sind da noch irgendwie zu Gange. Und hier im Hintergrund, TV-Compound wird abgeräumt. Ich mache mich auf den Heimweg, habe 2,5 oder 3 Stunden noch Autofahrt vor mir und muss sagen, dass es ein angenehmer Arbeitstag war. Nicht so sonderlich aufregend, halbwegs vernünftiges Bundesligaspiel. Boah, ist das laut da draußen. Die hätten nicht 3-0 verlieren müssen. Die Mainzer haben es aber trotzdem getan. Und Wolfsburg 7 Spiele ohne Niederlage. Die Bayern 3-2 gewonnen, das war aber ein harter Kampf, da habe ich gesehen. Ich habe ja immer die Möglichkeit, währenddessen ich arbeite, auch die anderen Spiele zu sehen. Und um ehrlich zu sein, schaut man da auch mal hin. Ja, Dortmund gewinnt 3-0 gegen Bochum, die, was ich so mitbekommen habe, gar nicht so schlecht gespielt haben. Leipzig rappelt sich auch auf, gewinnt 3-1 in Hoffenheim. Ach, das soll ich auch noch zeigen, weil das immer schön ist. Die Menschen singen. Und Mainz ist ja eine singende Stadt. Bis zum Refrain halte ich durch. Refrain, jetzt gleich, Achtung. Und laut mitsingen. Jetzt. Ach ja, es ist schon das schönste Fußballlied. So, das war's jetzt erstmal aus dem Stadion. So, Freunde, das Spiel in Mainz ist zu Ende und ich bin jetzt nicht in der Disco gelandet, nein. Das ist das Mainzer Stadion und die Fans, die können das ja nicht feiern, weil Mainz hat 3-0 verloren, aber sie sind da noch irgendwie zu Gange. Und hier im Hintergrund, TV-Compound wird abgeräumt. Ich mache mich auf den Heimweg, habe 2,5 oder 3 Stunden noch Autofahrt vor mir und muss sagen, dass es ein angenehmer Arbeitstag war. Nicht so sonderlich aufregend, halbwegs vernünftiges Bundesligaspiel. Boah, ist das laut da draußen. Die hätten nicht 3-0 verlieren müssen. Die Mainzer haben es aber trotzdem getan. Und Wolfsburg 7 Spiele ohne Niederlage. Die Bayern 3-2 gewonnen, das war aber ein harter Kampf, da habe ich gesehen. Ich habe ja immer die Möglichkeit, währenddessen ich arbeite, auch die anderen Spiele zu sehen. Und um ehrlich zu sein, schaut man da auch mal hin. Ja, Dortmund gewinnt 3-0 gegen Bochum. Die, was ich so mitbekommen habe, gar nicht so schlecht gespielt haben. Leipzig rappelt sich auch auf, gewinnt 3-1 in Hoffenheim. Also wir dürfen gespannt sein, wie diese Bundesliga-Saison weitergeht. Ich habe was gemacht, was man nicht machen darf eigentlich als Fußballreporter. Dominik Kohr war bei mir noch im Gespräch nach Spielschluss und hat dann so sinngemäß gesagt, schöne Vorbereitung auf die kommende Woche. Ihr spielt dann auf Schalke, aber da dürft ihr dann nicht gewinnen, weil ich komme von da. Der hat ein bisschen erstaunt geguckt, weil normalerweise sagen die Reporter dann immer viel Glück und viel Erfolg. Nein, kann ich denen ja nicht wünschen. Das wäre ja unehrlich. Aber es war eine Aufzeichnung. Ich glaube, die haben es rausgeschnitten bei Sky und werden es so nicht senden. Was auch gut ist, weil ich sonst wieder Ärger mit vielen anderen Fans bekommen würde, weil ich ja da eine gewisse Parteinahme an den Tag gelegt habe. So, jetzt höre ich Sportradio Deutschland auf der Heimfahrt. Wie gesagt, 2,5 Stunden sitze ich noch im Auto. Und freue mich auf den Sonntag, den werde ich ganz entspannt genießen. Ihr habt ein paar Bilder ganz am Anfang gehabt aus dem Mainzer Stadion und Tobi aus Kaiserslautern. Ich muss ja sagen, die Stimmung ist gar nicht so schlecht, wie du immer sagst. Also sogar im Gegenteil, auch nach dem 0-3 wurden die Mainzer noch angefeuert und als Zentner diesen, ja, war es ein Fehler gemacht hat, ich weiß nicht, beim
Freistoß von Arnold, der flatterte, sah unglücklich aus, haben sie ihn auch gefeiert. Das war sehr anständig. Und dann hat Nico Kovac dann gerade noch gesagt in der Pressekonferenz, er lebt hinter dem Mond, weil er nichts mitbekommen von dem Schriftverkehr zwischen Kruse und Arnold. Kruse hat gegen Arnold geschossen. Arnold hat gesagt, Kruse hat nicht genug trainiert. Und Kruse hat dann gesagt, ja, wenn man nicht so viel Talent hat, dann muss man eben halt mehr trainieren. Und Arnold macht heute dieses wunderbare Freistoßtor. Ich habe ihn dann nochmal angesprochen im Interview darauf. Der sagt, komm, ich schreibe nicht mehr, alles Unsinn. Wäre vernünftig, meine Herren. Ja, das sind so Nebenschauplätze, die man eigentlich nicht braucht. Aber zur Unterhaltung beitragen, gebe ich zu. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder morgen bei Herz, Seele, Ball. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.